Hallihallo und willkommen zu einem neuen Video. Heute werden wir mal etwas anderes machen, und zwar ein Spiel spielen, was quasi ein Rätsel, obwohl es ist ja ein Rätsel. Also es ist ein Rätsel, was wir heute erkundigen werden und vielleicht ein bisschen öfters auf meinem Kanal spielen werden. Da werden zwei Emojis, die ein Wort ergeben sollen, und die müssen wir erraten. Wenn ihr mitmachen wollt, könnt ihr es auch machen. Wenn man 0 bis 5 Wörter errät, dann ist man Deutschanfänger. Wenn man 6 bis 10 Wörter errät, ist man ein Wortakrobat. Wenn man 11 bis 15 Wörter errät, dann ist man Deutschlehrer. Und wenn man 16 bis 20 Wörter errät, ist man ein Dichter und Denker. Und ich würde sagen, legen wir dann mal los. Nummer 1. Welches Wort ist das? Das ist die drei kleinen Schweinchen. Wisst ihr? Nein. Das ist ein Glückskeks. Natürlich. Das ist doch leicht. Es ist das Wort Glückskeks. Yes! Es war Glückskeks. Das war, okay, war eigentlich auch nicht so schwer, aber egal. Nummer 2. Welches Wort ist das? Baumhaus. Baumhaus. Komm Leute, wer das nicht erkennt, also. Da war ich auch nicht weiter. Es ist das Wort Baumhaus. Es war Baumhaus, es war Baumhaus, aber es war eigentlich auch wieder lang. Komm, etwas Schwereres. So, jetzt haben wir das Wort Number 3. Sonnenblume. Aber das erkennt man auch, finde ich. Egal. Hast du es erraten? Es ist die Sonnenblume. Natürlich. Die Sonnenblume! Die Nummer 4. Da ist ein Feuer und ein Hund. Hotdog. Mal gucken. Bitte, bitte, bitte. Hast du es gewusst? Gesucht war der Hotdog. Yes! Boom! Jetzt ist hier die Nummer 5. Ein Schlüsselloch. Easy peasy. Tamam, tamam. Gesucht war das Wort Schlüsselloch. Nummer 6, was ist das? Ich hätte jetzt gerade fast gedacht Zahnfee, aber vielleicht Glücksfee, weil der so lächelt. Ich glaube Zahnfee, weil ich glaube, er macht das absichtlich wegen den Zähnen an dem Smiley. Nur eine Vermutung. Und das andere ist halt eben eine Fee, also deswegen Zahnfee. Hört sich doch logisch an. Hast du es gewusst? Es ist die Zahnfee. Die Zahnfee, die Zahnfee. Geil! Richtig. Das Wort Nummer 7. Welches Wort ist das? Eine Zunge und eine Wiederholung. Boah, ablecken? Das hat was mit der Zunge zu tun. Vielleicht Zungenbrecher. Ich weiß es nicht. Aber ich sag Zungenbrecher. Es ist das Wort Zungenbrecher. Boah, ich wusste es nicht. Oh, und es war noch richtig. Geil. So, das ist die Nummer 8. Das ist eine Schlaftablette. 100%, da bin ich mir sicher. Gesucht war das Wort Schlaftablette. Boom, ich bin gut, ne? So, jetzt kommt Nummer 9. Welches Wort ist das? Also, da ist auf jeden Fall ein Paar und eine Kirche. Hochzeitskirche? Hört sich nicht glaubwürdig an, irgendwie so. Boah, keine Ahnung. Ah doch, Hochzeit. Bitte lass es richtig sein. Bitte, 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 bitte. Hast du es erraten? Gesucht ist die Hochzeit. Hochzeit, ding dong, ding dong. So, die Number 10. Sonder? Nein, keine Ahnung. Vielleicht Wärme? Ich bin mir nicht sicher, aber entweder heiß oder Wärme. Ich weiß es nicht genau, aber ich schätze auf Wärme. Hast du es erraten? Es ist der Sonnenbrand. Oh, nee. Wäre ich nicht drauf gekommen. Die Nummer 11. Ein Schwein und ein kranker Typ. Vielleicht Schweinometer. keine Ahnung. Das sieht ja eher so verzweifelt aus. Ein Schwein? Was ist das für ein Wort? Ich sag saukrank. Ich hab Angst. Saukrank, saukrank. Bist du drauf gekommen? Es ist die Schweinegrippe. Was ist daran eine Grippe? Das verstehe ich nicht. Ja, okay. Schweinegrippe, wow, toll. Ich würde aber sagen, saukrank. Weil Grippe ist ja, wenn man kotzt. Das ergibt für mich keinen Sinn. Für denjenigen, der es gemacht hat. Sorry, ich verstehe es nicht. Number 12. So, hier sieht man einen Kuh und einen Jungen. Boah, wie hieß das? Wie hieß die männliche Kuh? Verdammt. Männliche Kuh, männliche Kuh.
Ich sag Rind. Bitte. Hast du's erraten? Gesucht ist das Wort Cowboy. Nee, konnte ich nicht erraten. Ich bin blöd, ehrlich. Nummer 13. Katze, Dusche, Schwamm. Katzen duschen nicht gerne. Katzen duschen nicht gerne. Wäre da vielleicht so eine Katze und dann irgendwie so ein Schokoladen-Emoji? Vielleicht Naschkatze, aber... Das? Katze? Hä? Ich komme mir komplett dumm vor. Schreibt es mal in die Kommentare, wenn ihr das wisst. Duschlampe. Da ist eine Duschlampe, eine Katze und ein Schwamm. Katze? Katzenschwamm? Keine Ahnung. Ich komme nicht drauf, keine Ahnung. Hast du es erraten? Es ist die Katzenwäsche. Katzenwäsche, das kenne ich gar nicht, das Wort. Also, ja, Nummer 14. Welches Wort ist das? Kackt das Schaf irgendwie eine Huhnskeule aus oder was ist los? Ich verstehe es nicht. Irgendwas mit Fleisch zu tun. Lamm vielleicht? Oder vielleicht Steak? Wie nennt man diese kleinen Keulen? Filet oder so, diese von dem Lamm. Ich sag Kotelett. Hast du es gewusst? Gesucht war die Lammkeule. Ich hab keine Lust mehr. Number 50. Oh, welches Wort ist das? Ein Fotoapparat und ein verängstigter Smiley. Vielleicht Heidi Klum? Keine Ahnung. Vielleicht. Oh, Paparazzi. Paparazzi. Ja, Paparazzi. Dieser Smiley, der guckt genauso in meine Augen. Vielleicht irgendein Foto, wenn man zum Beispiel eine Leiche sieht oder so. Keine Ahnung. Leichenfoto. Weil der so verängstigt guckt. Ich würde sagen Paparazzi, weil man wird doch nicht einfach so einfach ohne gefragt zu werden fotografiert. Stell dir vor, du bist da nackt unter der Dusche oder auf einmal da am Fenster. Was soll das? Ich sag Paparazzi. Ich weiß es nicht. Hilfe. Mein Stand ist auch auf dem neuesten, also merkt ihr schon. Gesucht war das Wort Kamerascheu. Kamerascheu, das Wort kenne ich auch nicht, sag mal. Zwei Wörter bis jetzt, die ich nicht kannte. Konnte. Auch. Nummer 16. Ganz natürlich der Ohrring. Bitte lass es richtig sein. Wenn nicht, dann gebe ich euch einen. Hast du es gewusst? Es ist natürlich der Ohrring. Muss keine Euros verteilen. Die Number 17, das ist die Handtasche. Es ist die Handtasche. Handtasche. Boom. Ich bin wieder am Laufen. Die Nummer 18. Ich habe da eine Idee und zwar Notebook. Notebook meine ich. Gesucht war das Telefonbuch. Aber Notebook hätte es auch sein können. Also... Ja, Number 19. I don't know. Vielleicht Zocksessel. Keine Ahnung. Zocksessel oder was? Computer und ein Stuhl. Ich sag Computerstuhl, ich hab keine Ahnung. Wenn es wieder ein Wort ist, was ich nicht kenne, dann kenne ich das Wort nicht. Sorry. Bist du drauf gekommen? Nein. Es ist der Bürostuhl. Ach, der Bürostuhl. Cool. Nee, darauf wäre ich nicht gekommen. Die Number 20. Uhr und eine Rakete. Vielleicht der Urknall von der Sonne. Ich weiß es nicht. Bitte lass es diesmal richtig sein. Es ist die Zeitreise. Wollt ihr mich verarschen, Mann? Naja, Urknall hätte da auch sein können, weil da ist ja eine Uhr für die Uhr halt. Und dann dieser Knall, wenn die Rakete irgendwo aufprallt. Dann habe ich halt eben gedacht, Urknall von der Sonne. Weil... die Rakete ja auch ins All fliegt, deswegen. Ich hätte das Wort, glaube ich, erraten, wäre da ein Bus gewesen oder so. Oder irgendein Koffer. Das war's mal wieder mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst ein Like da. Wenn ihr mitgemacht habt, dann schreibt mal in die Kommentare, ob ihr Anfänger seid, Wortakrobat, Deutschlehrer oder Dichter und Denker. Ja, und checkt mal wieder alle anderen älteren Videos ab, die ich gemacht habe. Die sind alle super aus der feinsten Seite wie Look Magic. Genau. Wir sehen uns nächstes Mal, wenn es wieder soweit ist. Ciao! Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mich mit einem Abo unterstützen würdet.